1943 sind die USA, Großbritannien und die Sowjetunion die drei wichtigsten Gegner des nationalsozialistischen Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Man spricht von den sogenannten Alliierten. Frankreich wird erst nach dessen Befreiung im Jahre 1944 zum vierten Hauptalliierten im Krieg gegen Deutschland. 1943 befinden sich die Alliierten im Vormarsch und können bis zum Kriegsende in Europa im Mai 1945 die deutsche Armee immer mehr zurückdrängen. Am 1. November 1943, also weniger als zwei Jahre vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs, veröffentlichen die Außenminister im Namen der politischen Führer ihrer drei alliierten Staaten, der USA, also Franklin D. Roosevelt, Großbritannien, das ist Winston Churchill, und der Sowjetunion, das ist Josef Stalin, ihre Vorstellungen zur Zukunft Österreichs nach dem Zweiten Weltkrieg. Diese gemeinsame Erklärung wird heute als Moskauer Deklaration bezeichnet. Die Alliierten bezeichnen in der Moskauer Deklaration Österreich als das erste Land, das der typischen Angriffspolitik Hitlers zum Opfer gefallen ist. Die Alliierten meinen, dass sie den Anschluss Österreichs 1938 an das Deutsche Reich Hitlers als Unrecht betrachten und die Befreiung Österreichs eines ihrer Kriegsziele sei. Österreich soll aus Sicht von USA, Großbritannien und der Sowjetunion wieder ein freier und eigenständiger Staat werden. Nachdem Österreich 1945 von den alliierten Armeen besetzt wird, erinnern führende Vertreterinnen und Vertreter Österreichs immer wieder die Besatzungsmächte an diese Aussage der Moskauer Deklaration, wenn sie die Unabhängigkeit Österreichs und den Abzug der fremden Soldaten fordern. Darüber hinaus wird 1943 in der Moskauer Deklaration Österreich zum Widerstand gegen den Nationalsozialismus aufgefordert. Die Österreicher und Österreicherinnen müssen also selber mithelfen, damit ihr eigenes Land befreit werden kann. Österreich wird in dieser Moskauer Deklaration aber auch daran erinnert, dass es mit seiner Teilnahme am Kriege an der Seite Hitler-Deutschlands eine Verantwortung trägt, der es nicht entrinnen kann. Alle Österreicherinnen und Österreicher sind also nicht nur Opfer des Nationalsozialismus, sondern viele haben diese Nazi-Diktatur befürwortet und unterstützt. Waren an Kriegsverbrechen beteiligt, haben politische Gegner verfolgt und ermordet, haben Menschen im Namen des Nationalsozialismus systematisch in Konzentrationslagern zu Tode gequält. Viele Österreicherinnen und Österreicher weigerten sich aber, nach dem Zweiten Weltkrieg zuzugeben, dass derartige Verbrechen von zahlreichen eigenen Landsleuten begangen worden sind und wiesen die alleinige Schuld dafür NS-Deutschland zu. Es verbreitete sich ab 1945 in der österreichischen Bevölkerung die Auffassung, man könne die Geschichte Österreichs seit 1938 mit den verbrecherischen Absichten und Taten weniger Nazis erklären und der allergrößte Teil der Menschen sei in Österreich entweder im Widerstand gewesen oder Opfer des Nationalsozialismus gewesen. Diese damals weit verbreitete, aber falsche, also unzutreffende Erklärung wird von den Historikerinnen und Historikern heute als Opfermythos oder Opferthese bezeichnet. Der Zweite Weltkrieg endet am 8. Mai 1945 in Europa mit dem Wirksamwerden einer Erklärung, in der die Befehlshaber der deutschen Armee der Weltöffentlichkeit bekannt geben, dass der Krieg für Deutschland verloren ist. Das bedeutet in Europa das Ende der NS-Diktatur und die Befreiung von dieser Terrorherrschaft. Die deutschen Soldaten und mit ihnen auch die Österreicher, die in der deutschen Armee kämpfen, beenden die Kämpfe, übergeben ihre Waffen an die Alliierten und begeben sich in Kriegsgefangenschaft. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von der sogenannten bedingungslosen Kapitulation, da die unterlegene deutsche Armee keine Bedingungen bzw. Forderungen gegenüber den Alliierten für eine Beendigung des Krieges durchsetzen konnten. Die deutsche Armee und Bevölkerung war längst so geschwächt, dass eine Fortführung des Krieges nicht mehr daran zu denken war und ein Ende des Krieges um jeden Preis und unter allen Bedingungen der Siegermächte erreicht werden musste. Die Alliierten hatten jetzt das Recht und die Macht, über die Zukunft Deutschlands und Österreichs zu entscheiden. In den letzten Wochen
vor dem Kriegsende, am 8. Mai 1945, gibt es noch überaus heftige Kämpfe auf dem Gebiet des heutigen Österreich. Am letzten Kriegstag in Europa waren bereits große Teile Österreichs von der alliierten Armee der Sowjetunion, der USA, Großbritanniens und Frankreichs besetzt worden und damit von der Nazi-Diktatur befreit worden. Bereits am 1. April 1945 hatte Karl Renner, ein Politiker der Sozialistischen Partei Österreichs, Kontakt mit jenen sowjetischen Truppen aufgenommen, die in das Burgenland, also dem östlichen Bundesland Österreichs, vorgedrungen waren. Karl Renner war ein Politiker, der bereits zu Beginn der ersten österreichischen Republik große Bedeutung erlangt hatte. So wurde er unter anderem der erste Staatskanzler, nämlich von 1918 bis 1920, dieser ersten österreichischen Republik, die er letztlich von 1918 bis 1938 angedauert hatte. Nach der Machtübernahme durch die Nazis spricht sich Renner 1938 öffentlich für den Anschluss Österreichs an Nazi-Deutschland aus. Darüber hinaus stellt er 1939 in einer damals noch nicht veröffentlichten Abhandlung die Handlungsweise Hitlers in diesem Zusammenhang als besonders positiv dar. Einige Historikerinnen und Historiker gehen heute davon aus, dass 1945 die Ernennung Renners zum späteren österreichischen Regierungschef nicht möglich gewesen wäre, wenn die damals noch nicht veröffentlichte Abhandlung Renners zum Anschluss Österreichs mit dem darin enthaltenen Lob für Hitler aus dem Jahr 1939 allgemein bekannt gewesen wäre. Renner versucht sich als Mitglied der SPÖ, also der Sozialistischen Partei Österreichs, den Kommunisten gegenüber als wahren Sozialisten und damit Gleichgesinnten darzustellen. So verwendet er zum Beispiel in einigen Briefen an den sowjetischen Diktator Stalin die Anrede Genosse. Renner wurde schließlich noch während der heftigen Kämpfe in Österreich vom sowjetischen Diktator Stalin mit der Bildung einer provisorischen, also vorläufigen, österreichischen Staatsregierung beauftragt. Aufgrund der Befürwortung des Anschlusses Österreichs an NS-Deutschland 1938 durch Renner und dessen Unterstützung durch Stalin waren Gründe für die Westalliierten der ersten provisorischen Regierung unter der Führung von Karl Renner mit großem Misstrauen gegenüberzustehen. Deshalb wurde anfangs diese Regierung nur von der Sowjetunion anerkannt, die USA, Großbritannien und Frankreich folgten aber im Verlauf des Jahres mit der Anerkennung der provisorischen Regierung. Noch im April 1945 kam es zur Gründung bzw. Neugründung der SPÖ, der Sozialistischen Partei Österreichs, der ÖVP, der Österreichischen Volkspartei und der KPÖ, also der Kommunistischen Partei Österreichs. Am 27. April 1945, also noch vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa, am 8. Mai 1945, wurde die Unabhängigkeitserklärung Österreichs proklamiert. Am 29. April trat die provisorische österreichische Staatsregierung zusammen. Die Sowjetunion bestand darauf, dass Abgeordnete der KPÖ dieser ersten Regierung nach dem Zweiten Weltkrieg angehören müssten. Ein Ziel dieser ersten provisorischen Regierung war die Wiederherstellung der österreichischen Republik auf der Grundlage der letzten gültigen demokratischen Verfassung der ersten Republik. Diese Verfassung der ersten Republik wurde ursprünglich 1920 beschlossen und 1929 im Zusammenhang mit der Rolle des Bundespräsidenten verändert. Der Bundespräsident durfte in dieser veränderten Fassung von 1929 die Regierung und höhere Beamte ernennen. Der Bundespräsident ist dann ab 1929 der Oberbefehlshaber des Bundesheeres. Er kann das Parlament auflösen und der Bundespräsident wird vom Volk direkt gewählt und die Amtszeit des Bundespräsidenten bedauert 6 Jahre. Ein weiteres Ziel der ersten Bundesregierung der Zweiten Republik war die Versorgung der Bevölkerung in der Nachkriegszeit mit dem Lebensnotwendigen, wie Nahrung, Kleidung, Medizin, Wohnraum, Heizmaterial, Arbeit und so weiter. Darüber hinaus befanden sich damals im Gebiet des heutigen Österreich zahlreiche deutschsprachige Menschen, die aus ihren Siedlungsgebieten in Ost- und Südosteuropa gewaltsam von der sowjetischen, also der Roten Armee, vertrieben worden waren. Die wirtschaftliche Situation Österreichs ist 1945 so ernst, dass Bundeskanzler Leopold Figl von der ÖVP zu Weihnachten in einer Rundfunkansprache Folgendes verlautbaren muss.
Ich kann euch zu Weihnachten nichts geben. Ich kann euch für den Christbaum, wenn ihr überhaupt einen habt, keine Kerzen geben, kein Stück Brot, keine Kohle zum Heizen, kein Glas zum Einschneiden. Wir haben nichts. Ich kann euch nur bitten, glaubt an dieses Österreich. Am 25. November 1945 fanden die ersten Nationalratswahlen statt. Die ÖVP wurde mit 49,8% die stimmenstärkste Partei. Die SPÖ erreichte 44,6% und die KPÖ 5,42% der abgegebenen Stimmen. Die kommunistischen Führer der Sowjetunion waren aufgrund des schlechten Abschneidens der KPÖ enttäuscht. Die KPÖ stellte aufgrund des Wahlergebnisses bis 1947 einen Minister in der österreichischen Regierung. Als ehemaliger Teil des Deutschen Reiches wurde Österreich in 4 Besatzungszonen aufgeteilt. Vorarlberg und Nordtirol gehörten zur französischen Zone, Kärnten, die Steiermark und Osttirol zur britischen, Salzburg und der südlich der Donau gelegene Teil Österreichs zur US-amerikanischen und Oberösterreich nördlich der Donau, das heißt das Mühlviertel, Niederösterreich und das Burgenland zur sowjetischen Zone. Wien wurde wie Berlin eine Vier-Sektoren-Stadt, wobei die innere Stadt, also der erste Bezirk, von den Alliierten gemeinsam verwaltet wurde. Die Besetzung Österreichs von 1945 bis 1955 stellte für große Teile der Bevölkerung eine harte Belastung dar. Die sowjetische Besatzungsmacht verschleppte zum Teil politische Gegner in die Sowjetunion, versuchte zum Beispiel in der eigenen Besatzungszone möglichst viele Betriebe wirtschaftlich auszubeuten und hohe Wiedergutmachungsleistungen von Österreich für Kriegsschäden während des Zweiten Weltkriegs abzuverlangen. So wurden viele Menschen aus Betrieben in der sowjetischen Zone abgebaut, um diese dann in der Sowjetunion wieder aufzubauen. Die Sowjetunion beutete einen größeren Teil der Erdölvorkommen in Österreich aus. Darüber hinaus wurden Betriebe, die sich in Österreich befanden und dem deutschen Staat gehörten, von den Sowjets beschlagnahmt. Der Wiederaufbau gelingt in der sowjetischen Besatzungszone langsamer als im Einflussbereich der westlichen Alliierten, USA, Großbritannien und Frankreich. Dies hängt sicherlich auch mit deren gezielten wirtschaftsfördernden Maßnahmen wie der Vergabe an Krediten und Sachgütern wie Maschinen an die Menschen in Österreich zusammen. Es kommt 1945 zu einer Währungsreform, bei der die österreichische Währung, der Schilling aus der Vorkriegszeit, wieder eingeführt wird. Dieser Schilling aus der Vorkriegszeit bleibt dann letztlich bis 2002 erhalten. Jahrelang versucht die österreichische Bundesregierung, die Unabhängigkeit des eigenen Landes und somit den Abzug der alliierten Soldaten zu erreichen. Es scheint aus Sicht der österreichischen Politik immer schwerer, dieses Ziel zu erreichen, da die Alliierten mit Fortdauer des Kalten Krieges sich immer schwerer bezüglich der österreichischen Wünsche einigen können und lässt sich unterschiedliche Pläne verfolgen. So wünscht sich etwa die Sowjetunion eine Neutralität Österreichs und zum Beispiel die militärische Zusammenarbeit zwischen Westdeutschland und Italien in Form von Truppen und Waffentransporten über Tirol verhindern zu können. Als der kommunistische Diktator Stalin 1953 stirbt, sind alle 4 alliierten Mächte ernsthaft bereit, mit Österreich in Verhandlungen über die Bedingungen für die Unabhängigkeit einzutreten. Sind also letztlich dann bereit, einen Staatsvertrag zu unterzeichnen. Im Moskau-Memorandum vom 15. April 1955 erklärt sich Österreich bereit, nach dem Abzug der 4 Siegermächte seine immerwährende Neutralität nach dem Vorbild der Schweiz im Parlament zu beschließen. Genau einen Monat nach dem Moskau-Memorandum wird am 15. Mai 1955 der sogenannte österreichische Staatsvertrag zwischen den Außenministern einerseits, nämlich der Österreichs, und andererseits der Sowjetunion, der USA, Großbritanniens und Frankreichs im Schloss Belvedere in Wien unterzeichnet. Der damalige österreichische Außenminister Leopold Figl spricht nach der Unterzeichnung des Staatsvertrags die berühmten Worte "Österreich ist frei". Wesentliche Punkte des Vertrags sind unter anderem: Österreich wird frei und unabhängig, Österreich muss ein demokratisches Land sein,
Jede politische oder wirtschaftliche Vereinigung mit Deutschland wird verboten. Den Slowenen und Kroaten müssen Minderheitenrechte gewährt werden. Nationalsozialistische und faschistische Organisationen müssen verboten werden. Und es müssen Zahlungen an die Sowjetunion geleistet werden. Nach der Unterzeichnung des Staatsvertrages kommt es schrittweise zum Abzug der alliierten Soldaten aus Österreich. Am 26. Oktober 1955 beschließt das österreichische Parlament, also der österreichische Nationalrat, die immerwährende Neutralität Österreichs. Da dieses Gesetz ein Teil der österreichischen Verfassung darstellt, kann dieses nur mit einer Zweidrittelmehrheit im Nationalrat verändert bzw. auch abgeschafft werden. Zur Erinnerung an den Beschluss der Neutralität im österreichischen Parlament wird dieser 26. Oktober von 1955 bis zum Jahr 1964 als Tag der Fahne und seit 1965 als Nationalfeiertag gefeiert.